Hallo und herzlich willkommen live aus Essen zum 5. YouTube-Bundesligaspieltag. Heute treffen die Gamezocker Kickers auf den 1. FC Emden. Die Favoritenrolle ist hier klar und deutlich verteilt. Die Gamezocker Kickers sind ja natürlich mit dem großen Vorteil mit am Start, dass sie halt eben bis dato ungeschlagen sind. Mal schauen aber, ob das heute der 1. FC Emden ändern kann, die derzeit auf Platz 10 stehen und zuletzt ein Unentschieden gespielt haben gegen VfL Sprockhövel. Die Kickers, wie ich schon sagte, sind bis dato unaufhaltbar, können auch zuletzt gewinnen. Aber wie gesagt, es kann sich natürlich auch heute etwas ändern. Die Gamezocker Kickers spielen im 4-4-2 mit Frank im Tor und unter anderem mit am Start sind Lot, Kokosan, Bayer, Geist, Nebel und Heske. Auch Emden wird im 4-4-2 spielen, allerdings mit Held im Tor und andere mit am Start sind Köhler, Kahn, Goncalves, Arne Altstein, Pasco und Kurz. Schauen wir mal, wie das Ganze hier funktionieren wird. Die Gamezocker Kickers im schwarzen Trikot, natürlich, die ja auch jetzt den Anstoß machen werden von links nach rechts. Und im weißen Trikot sind die Emdener. Und man kann gespannt sein, wer sich hier besser durchsetzt, wer besser in das Spiel reinkommt. Und zunächst haben natürlich die Essener den Ball. Ja, direkt einmal gucken, wie sie ja am besten vorgehen. Aber haben den Ball verloren. Die Emdener wollen jetzt direkt nach vorne. Das ist Gerald Pasco, der aber den Ball über die Linie bringt. Und somit jetzt die Essener wieder am Ball, die auch direkt wieder zeigen wollen. Hier sind wir. Wir kommen nach vorne. Und ihr müsst aufpassen, ansonsten ist es zu spät. So war es ja zumindest meistens der Fall. Kann auch heute der Fall sein. Ja, und gut aufgepasst hier vor den Emdenern. Das war eine knappe Situation. Und jetzt hier der Einwurf, Dittrich. Gut angenommen. Aber die Emdener stören auch so ein klein wenig. Und ja, das ist das, was ich meine. Sie stören halt eben ein kleines bisschen. Oh, aber leichtsinniger Ballverlust. Jetzt die Essener. Jetzt die Kickers am Ball. Schön gemacht hier, was sie bringen. Schöne Zusammenarbeit. Aber da haben die Emdener Glück gehabt, dass da jemand da war und den Ball klären konnte. Ah, und jetzt gibt es da den Pfiff und wir sehen auch warum. Ja, das Einsteigen war ein bisschen zu hart hier gewesen von Kurz gegen, ich weiß gar nicht, wer es gerade war. Lot war es, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall eine Verwarnung bekommen. Freistoß gibt es jetzt hier für die Kickers. Und da war auch schon der Pass gewesen. Mal schauen, ob sie hier eine Chance erzielen können. Auf jeden Fall sieht das gut aus. Und jawohl! Da ist nicht nur die Chance, sondern auch das Tor für die Gamezocker Kickers. 1:0 durch Edstekin. Das haben sie wirklich super gemacht. Hervorragend ihre erste Chance hier rausgespielt. Und das schauen wir uns einmal an. Ja, gut gemacht hier auf jeden Fall. Diese Zusammenarbeit ist wirklich hervorragend. Jeder arbeitet da sehr gut mit. Da sehen wir es. Eric Heske, derjenige, der den Ball als Vorlage rüberschiebt. Und dann war das für Öztekin nur noch Formsache. Held ohne Chancen, den Ball zu halten. 1:0 hier für die Gastgeber. Ja, und die Emdener wissen natürlich, wie gefährlich die Gamezocker Kickers sein können. Und jetzt müssen sie sich überlegen, was können wir machen, damit wir hier den Essenern nicht noch mehr Chancen geben. Auf jeden Fall wollen sie jetzt hier selbst etwas versuchen. Und das ist jetzt Kurz. Sora Pabur. Ja, das war keine schlechte Chance. Also zumindest keine schlechte Möglichkeit. Aber die Essener, die wissen halt, wie man verteidigt. Und, oh, jetzt verliert hier Emden wieder den Ball sehr, sehr schnell. Und jetzt geht's nach vorne und das ist Jamie Geist. Jamie Geist zu Eric Heske. Heske, Geist! Jamie Geist! Aber das Ding wird gehalten von Held. Keine schlechte Idee, aber Held hat den Braten gerochen. Und ich glaube, das war jetzt gerade abseits. Auf jeden Fall hält er jetzt mit dem Ball. Und es gibt Pfiffe.
die Emdener, die jetzt nach vorne wollen, aber sofort stören die Kickers wieder. Die wissen halt, was sie tun. Klar, als zweifacher Meister wäre es ja auch schade, wenn sie es nicht wüssten. Und da jetzt gut aufgepasst hier von den ersten FC Emden. Achten hier schon drauf, dass die Gamezocker Kickers nicht zu nah wieder ans Tor rankommen. Versuchen aber auch sofort hier das Beste draus zu machen. Gerald Pesco jetzt beispielsweise. Ja, kam nicht schlecht rein, aber die Essener, die sind halt eben stark und passen halt eben überall auf. Nebel. Dittrich. Zu Öztekin. Jamie Geist. Nebel. Nebel macht das gut hier. Zu Öztekin. Und Dittrich kommt wieder an den Ball. Jetzt Jamie Geist. Jamie Geist lässt sich da nicht aufhalten. Ja, aber bei Held ist dann Endstation. Halbe Stunde gespielt gleich und 1-0 steht es hier durch Öztekin. Ja, und den Ball haben sie sich jetzt wieder geholt, nachdem Emden kurz den Ball hatte. Und jetzt ist die Frage, wer bekommt den Ball? Es bekommt Eric Heskey! Und der macht das Ding rein zum 2-0. Es sah ein bisschen danach aus, als ob sie den Ball nicht bekommen. Aber Eric Heskey war da doch einen Tick schneller und macht das Ding hier für die Gamezocker Kickers rein. Hervorragend gemacht und das müssen wir uns mal anschauen. Der Mann mit dem pinken, mit dem rosanen Haarbund macht das hier wirklich fantastisch. Und da sehen wir es nochmal. Der Ball weit unterwegs. Jamie Geist. Und dann sah es zunächst danach aus, als ob er den Ball nicht mehr bekommt. Aber er hat den doch noch bekommen. Und somit 2-0. Da sehen wir es nochmal. Da. Der Ball war weit unterwegs. Okay, das ist eine blöde Perspektive. Aber da sehen wir, wie er noch rankommt und hält. Steht auch viel zu weit draußen, um diesen Ball ansatzweise zu bekommen. 2-0 also für die Gamezocker Kickers. Und das geht absolut in Ordnung. Und die Emdener müssen sich überlegen, was sie machen. Das sah ja bis dato gerade eben noch gut aus. Aber dieses Ding, ja, sowas muss man auch verhindern können. Und sofort wollen die Kickers hier wieder nach vorne. Man merkt es ihnen an. Und die lassen keine Ruhe. Wenn sie einmal ins Spiel gefunden haben und einmal einen Braten gerochen haben, den sie dann auch, ja, ich würde mal sagen, verspeisen. Und jetzt gibt es eine Ecke hier für die Kickers. Und Öztekin wird ihn hier ausführen. Öztekin! Aber die Ecke war nicht so gut gewesen, dass man da hätte etwas Besseres draus machen können. Jetzt Halfer, Baptist, ach nee, sorry, das sind ja die Leute von Kickers, Verzeihung, man kann sich natürlich auch mal vertun als Sportkommentator. Aber dafür sind jetzt die Essener dran. Bayer jetzt zu Eric Heskey, Jamie Geist. Alpha. Alpha macht das hier wirklich gut. Eric Heskey. Aber dann ist der Ball futsch bei den Herren in Weiß. Cheryl Pasco. Kurz wieder zu Pasco. Halilovic. Ja, wollte den Ball noch irgendwie erwischen. Hat da gemerkt, okay, das wird langsam knapp. Aber hat nicht ganz funktioniert. Auf jeden Fall die Kickers jetzt wieder am Ball. Aber da sage ich es gerade. Da waren ganz kurz die Emdener wieder dran. Aber jetzt wieder die Kickers am Ball. Das ist Nebel. Ah, Öztekin. Bekommt er den Ball? Ja, jetzt hat er ihn wieder. Und das sieht gut aus. Bayer! Aber der geht zu weit hoch. Und mit einem berühmten 2-0 geht es hier in die Pause. Öztekin und Heskey haben die beiden Dinger reingemacht. Und mal schauen, was in der zweiten Hälfte geht. Sicher ist auf jeden Fall, Emden muss was tun. Und es geht weiter hier im LG-Stadion in Essen mit der zweiten Hälfte. Und ich bin mal gespannt, was die Emdener hier jetzt zeigen können. Sie wissen auf jeden Fall, dass sie was umändern müssen. Zwei Dinger reinzubekommen ist halt eben nicht das, was sich Emden vorstellt. Obwohl sie teilweise gut verteidigt haben, waren halt eben diese zwei Dinger dann doch schon ziemlich hart. Und ja, jetzt wollten sie versuchen, so ein bisschen den 16 Meter von den Kickers zu belagern.
aber die Essener, die wissen natürlich, wie man dieses Problem behebt. Und jetzt sind sie schon wieder auf dem Weg zum 16er. Und Geis lässt sich auch hier nicht den Ball abnehmen, wie man gesehen hat. Und das ist jetzt hier Heske. Ah, und da gibt es einen Pfiff. Und wir werden auch sehen, warum. Es war Abseits. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, wäre das ein brenzliges Ding gewesen. Aber so halt eben ungefährlich. 52-48% an Ballbesitz. Und ich denke, das kann man auch so stehen lassen. Der Ball übrigens jetzt bei Bayer. Oder er sollte vielmehr zum Bayer hin, aber den hat er nicht mehr bekommen. Einwurf hier jetzt für die Emdener. Und das ist Pasco. Jared Pasco. Der Ball sollte, glaube ich, zu Heiner, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber der Ball futsch bei den Herren im schwarzen Trikot jetzt. Die wieder Druck machen. Geist. Alpha. Wieder zu Geist. Und wieder zurück zu Alpha. Das machen sie wirklich gut. Oh, ganz kurz gestört hier. Ein Emner, aber die Kickers wieder am Ball. Jetzt allerdings Köhler, der das Ding mal über die Linie bringt. Einwurf hier jetzt für die Kickers. Alpha. Zu Geist, wieder Alpha. Geist. Das ist Eric Heske. Und das ist Nebel! Nebel mit dem 3:0. Wunderbar. Wunderbar. Nachdem es eben durch dieses blöde Abseits, muss man so ganz einfach sagen, nie funktioniert hat, hat es jetzt funktioniert. 3:0 hier für die Gamezucker Kickers. Und wenn der erste FC Emden jetzt nichts ändert, jetzt nichts macht und nicht aufpasst, dann kann das noch eine bittere Pille hier werden gegen den zweifachen Meister. Da sehen wir es auch nochmal. Ja, gut aufgepasst und da wollte Nadar irgendwie noch an den Ball rankommen, hat es aber nicht geschafft. Nebel nutzt die Chance. Ja, und der Jubel mit Heske, Geist und Co. berechtigt. Tja, und die Frage ist, geht da noch mehr für die Gamezucker Kickers? Wir wissen ja vor allen Dingen aus der letzten Saison, dass sie reindrücken. Reindrücken, was nur geht. Die Wunde ist schon offen und es wird weiterhin drumherum gestochen. Oder können jetzt hier die Emdener eventuell etwas bewegen? Ja, das sieht gut aus, aber auch ein bisschen zu wenig gewesen. Einer ist da sogar leider gestolpert, eventuell hätte es da gefährlich werden können. Aber der Kasten von Frank bleibt bis dato noch sauber. Und die Essener, die machen hier wieder massiv Druck. Ja, Geist wollte den Ball haben, aber die Emdener jetzt hier am Ball. Heinal, aber der hat den Ball gar nicht mehr richtig bekommen. Frank darf auch mal ein bisschen mitspielen. Hervorragend. Oh, das ist ein Foul. Das gibt eine gelbe Karte. Das gibt eine gelbe Karte. Oder auch nicht. Okay. Für kurz gibt es hier nur die Verwarnung. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Also, wundert mich, dass er da nicht die gelbe Karte sieht. Das Einsteigen war definitiv zu hart gewesen hier von kurz. Aber gut, der Schiedsrichter entscheidet das hier am besten. Und bei den Kickers kommt jetzt Fuchs für Bayer. Und hier sehen wir auch schon die Foul-Statistik. Also wie gesagt, ich hätte da eine gelbe Karte gegeben. Aber der Schiedsrichter entscheidet das hier am besten. Und jetzt die Kickers am Ball. Die gerne das vierte Ding haben wollen. Oh! Gut aufgepasst hier von den Emdenern. Wirklich gut gemacht. Und die wollen schnurstracks wieder nach vorne. Und machen das jetzt auch hier richtig gut. Das ist Heinal. Goncalves zu Köhler. Ja, aber der bekommt den Ball nicht mehr. Der Ball geht über die Linie und es gibt eine Auswechslung. Spartakow kommt für Goncalves. Goncalves kam ja auch nicht wirklich in das Spiel rein. 54-46% Ballbesitz. Das Ganze hat sich so ein bisschen geändert. Aber gefühlt kommt es mir so vor, als ob die Kickers deutlich mehr Ballbesitz haben. Und die Kickers, die wollen auch jetzt wieder direkt nach vorne. Und wollen hier wirklich ein 4:0 irgendwie hinbekommen. Ah, Eric Heske mit dem Kopfball, aber die Emdener.
Ich glaube, die haben mit 3 Gegentoren auch jetzt langsam mal genug. Aber sie schwanken. Passen aber hier gut auf. Und das Ding geht über die Linie. Nee, Spartakow konnte ihn noch retten. Und schon ist Eric Keske jetzt an den Ball rangekommen. Also man merkt hier den Emtnern an, sie versuchen alles Mögliche. Aber da sind auch viele Fehler drin im Spiel. Und die restlichen paar Minuten sind hier jetzt auf der Uhr und sie radeln nur so runter. Die Emtner können hier sowieso nichts mehr an einem Sieg für die Kickers machen. Aber sie können zumindest für einen Anschlusstreffer sorgen. Aber das sieht hier nicht danach aus, als ob das funktioniert. Und da hilft das Aluminium gerade noch so zur Verhinderung des vierten Treffers für die Kickers. Halleluja. Und die Emtner, ich glaube, die hoffen einfach nur noch auf den Schlusspfiff. Das reicht ihnen auch wirklich langsam gegen den Meister, die ja jetzt nochmal wirklich alles versuchen. Ja, da konnten sie Glück haben jetzt, dass da Köhler war, der gesichert hat. Eine Minute Nachspielzeit ist gleich zu Ende und der Pfiff wird jetzt kommen. Jawohl, 3-0 heißt es hier am Ende für die Gelbsäcker Kickers. Ja, für Emden wird das noch eine lange Reise durch die YouTube-Bundesliga. Sie müssen auf jeden Fall etwas dran tun, haben teilweise gut gespielt, aber es war dann doch am Ende zu wenig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen.